Hey liebe Freunde und willkommen zurück bei Elite Dangerous. Die Kopfgeldjagd muss weitergehen. Cannot comply. Was? Ich sagte, die Kopfgeldjagd muss... Was hab ich an? Ach. Ach nee, Blödsinn, die Waffen sind da draußen. Ich dachte zuerst, es ist der Greifer, um wieder draußen, aber nein. Die Waffen sind schuld. Wie immer sind die Waffen schuld. Warte mal, Moment, was sind das für gelbe Teile? Moment, noch nicht. Ich möchte wissen, was das für gelbe Teile hinten sind jetzt gerade. Sind das auch einfach nur jetzt Giftmüllcontainer oder ist das jetzt was anderes? Das ist Giftmüll. Okay, ich glaube, das ist alles jetzt nur Giftmüll. Okay, alles klar. Und los geht's! Erwartet uns als nächstes? Das System Kini vielleicht? Das System Kini schreit geradezu nach unserer Anwesenheit. Es will uns wieder sehen. Wir waren nämlich schon mal dort. Oder? Doch, wir waren dort. Los geht's! Ich bin so aufgeregt, wenn das passiert. Ich finde es nämlich echt cool. Signal mal wieder, weil ich noch nicht rausgefunden habe, wofür die Dinger sind, aber diesmal nicht ablenken lassen. Halte an deinem Ziel fest. Was haben wir denn hier? Oder sollten wir uns doch hier hinbegeben? Oder... So, was gibt's denn hier sonst so für uns? Abwurfschiff gibt's hier. Föderales Abwurfschiff, was wirft der ab? Wofür sind Zugwolken eigentlich? So viele Fragen. So wenig Zeit. Was für eine Schmach. Wollen wir uns das Navigationssystem vornehmen? Navigationssignal? Ja, okay. Machen wir das. Es ist hinter uns. Verdammt. Kann man eigentlich im Frame, wie heißt das Ding jetzt? Frameshift? Genau, Frameshift Drive. Kann man da eigentlich mit anderen Spielern zusammenstoßen? Ich habe ja gelesen, es gibt zumindest die Möglichkeit, dass man andere Leute oder auch Piraten und so weiter rausholt aus dem Frameshift. Dafür gibt es eigene Items. Aber kann man mit denen kollidieren? Ich habe keine Ahnung. Okay. Das letzte Mal erwartete uns der sichere Tod, nachdem wir unabsichtlich, und ich möchte das hier nochmal betonen, unabsichtlich einen anderen Spieler angriffen, der eigentlich nichts Böses vorhatte. Okay, aber hier ist irgendwie gar nichts. Was passiert eigentlich, wenn wir das Navigationssignal anschießen? Das war jetzt viel zu weit. Sollte ich das tun? Ich habe keine Ahnung, ob ich das tun sollte. Werde ich es tun? Wahrscheinlich. Ja, ich glaube, ich werde es tun. Einfach nur zum Ausprobieren, was dann passiert.
Obwohl, ist es wirklich dort, wo uns gerade das Ziel hinführt? Das sehen wir gleich. Was passiert hier? Wer bist du? Wer sind die Leute? Sauber, okay. Die anderen hier vorne, da ist jetzt doch einiges aufgetaucht gerade. Hey, wer schießt hier? Lord Xames. Lord Xames, wirklich? Ich glaube nicht, dass das ein Spieler ist, er hat keinen Commander im Namen. Warum knallen die aufeinander? Oder warum schießt er zumindest auf den anderen? Ich wollte jetzt gar nicht schießen. Kenne ich dich schon? Nikki Hansen. Okay, hier ist plötzlich eine Volksversammlung, wie es aussieht. Da hinten fliegen die. Was haben wir dort? Wer bist du? Nieves. Harmlos. Sauber. Okay, und da ist noch einer da vorne. Nieves kennen wir schon. Der andere, der hier. Murphy, Neuling. Auch sauber. Wer ballert hier auf wenig? Der Typ schießt gerade auf den... Was passiert hier? Sind das irgendwie rivalisierte... Ja, Fraktionen hier? Ich habe keine Ahnung. Können wir mit denen irgendwie Kontakt aufnehmen und einfach fragen, was die hier tun? Sauber. Gesucht! Nieves ist gesucht, okay. Nieves? Nein, nicht mehr für Nieves. Habe ich das gerade früher überlesen oder ist er erst jetzt gesucht, nachdem er losgeballert hatte? Okay, Nieves. Du bist mein nächstes Ziel. So. So, ich werde mal etwas mehr Energie auf die Waffensysteme geben. Aufpassen, dass ich nicht wieder unabsichtlich auf einen anderen sauberen schieße, weil was das letzte Mal passiert ist, wissen wir ja. Laser. Extra für dich zubereitet. Nieves. Und das war's. Naja, 100 Credits. Okay, gibt's hier sonst was? Hey, hat er Fracht fallen lassen oder was war das jetzt? Was ist das? Das ist wieder so eine Sogwolke. Ich habe keine Ahnung, was die machen. Wahrscheinlich saugen. Aber was? Den Fußboden vielleicht? Aber ich glaube, sonst ist hier jetzt alles sauber. Ich näher mich mal nochmal so einer komischen Wolke. Ich möchte einfach wissen, wofür die sind. Haben die überhaupt einen Zweck? Ist das ein anderes Schiff davon?
Das, was hier wird, so elegant der Sonne entlang schwebt. Ich glaube, das ist ein Schiff, ja. Okay, ist mir jetzt egal. Ich sollte mich nicht wieder ablenken lassen. So. Das Ding ist 15 Kilometer weit von uns entfernt. Das heißt, ich werde mal ganz kurz meine Waffen einfahren. Und wieder mal die Energieversorgung etwas auf gleich setzen hier. Aber eigentlich könnte ich mir auf den Antrieb tun. So. Im Moment geht es mir um Geschwindigkeit und nicht um Kampfstärke. Und schon sind wir um einiges schneller unterwegs. 7 Kilometer, 6. Ich weiß nicht, ob wir gerade auf unseren sicheren Tod zufliegen, aber wenn, dann möchte ich das wenigstens richtig machen. Hey, das Ding ist weg. Das Ding ist verschwunden. So ziemlich alles ist hier gerade verschwunden, oder? Verdammt. Verdammt. Okay, Freunde, wir begeben uns wieder in den Frameshift. Herzlich willkommen zurück im Frameshift. So, was machen wir nun? Das Navigationssystem haben wir, warum sage ich immer System? Navigationssignal haben wir jetzt erforscht. War interessant. Keine Ahnung, woher die alle plötzlich kamen, aber ja. Die werden schon wissen, was sie tun. Wir begeben uns jetzt, wohin? Dahin. Einfach. Frameshift Drive Charging. Weil wir es können. Und los geht's. Hier haben wir nicht erforscht. Okay, wirklich viele erwartet. Ach, hier. Ziel festlegen. Okay. Hundert Credits, weil es war irgendwie schwach, muss ich sagen. Da habe ich mir schon mehr erwartet. Die große Kohle. Der Durchbruch. Möchte ausgesorgt haben für mein späteres Leben. Ob das mit Kopfgeldjagd funktioniert, ich weiß es nicht. Aber zumindest können wir uns so etwas die Kasse aufstocken. Ob ich manchmal über das Leben nachdenke, das ich hier auslösche? Ja, das kommt vor. In einsamen Stunden, die ich durch das All gleite, schweifen meine Gedanken schon mal ab. Dann blicke ich hinaus in die Unendlichkeit und denke mir, verdammt, ich hoffe, ich habe den Herd ausgemacht. So, was haben wir hier? Mal wieder ein riesengroßer Schrotthaufen. Was zum Teufel war das jetzt? Chemiemüll, na toll! Ich habe ein Déjà-vu. Das letzte Mal war es Giftmüll, jetzt haben wir Chemiemüll. Okay. Kann man eigentlich irgendwie durch die Ziele durchschalten? Vorsicht, Vorsicht, Trümmerteile. Vorsicht. Vorsicht. Okay. Jetzt haben wir etwas abbremsen.
Ich glaube, das ist überall nur Chemiemüll, Chemiemüll. Gibt es eigentlich Missionen, wo man Überlebende bergen muss? Die vielleicht in einer Art Raumanzug oder Raumkapsel durchs All schweben? Antriebslos und heimatlos? Nicht wissen, wohin? Und die letzte Energie dafür aufwenden, ein Notsignal nach draußen zu schicken? Ich weiß es nicht. Okay, geht's aber offensichtlich wirklich nur Müll. Nur Müll. Welchen ich jetzt nicht aufsammeln werde, da er wahrscheinlich wieder als gestohlen gilt. Frameshift Drive charging. Und ciao. Ready to engage. Ich meine natürlich. Und jetzt. Ciao. Engage. Vielleicht sollte ich einfach so ruhig durch den Frameshift gleiten und warten, was auf uns zukommt. Ist das eine gute Idee? Was ist das oben rechts eigentlich in unserem Sitz? Lautsprecher? Ich finde es im Raumschiff sitzen und einfach sich umsehen extrem gemütlich. Okay, ich gebe mal ein bisschen mehr Gas. Genug der Gemütlichkeit. Es wird Zeit für Action. Ich habe keine Ahnung, wohin die Reise gerade geht, aber das ist ja das Tolle daran. Wir sind vogelfrei. Wir können tun und lassen, was uns immer beliebt. Zum Beispiel Kamunda aufsuchen. Frameshift Drive charging. Lasst ihn uns besuchen, den Prinz von Chamunda. Weg hier. Weg von der Sonne. Wieder ein Navigationssignal. Aber sonst. Vielleicht sollte ich mal wieder etwas abbremsen. Ich glaube, das Navigationssignal ist es, welches ich besuchen möchte. Ich bin gespannt, was uns diesmal erwartet. Wird es wieder tot sein? Kampf. Schmerz. Entschuldigung. So langsam wollte ich, so schnell wollte ich gar nicht fliegen. Kehrtwende. Ich bin gespannt. Mal wieder.
Hey, wer bist du? Shadow Walker wird gescannt, ist sauber. Wer seid ihr? Lisa tödlich? Tödlich? Hey Lisa, du bist tödlich? Ah, sauber. Okay. Hier scheint nichts zu passieren. Derek Field, Meister, sauber. Das war doch Lisa, oder? Ja, das war Lisa. Und wer bist du? Alan Klein Jones, Neuling. Wir haben jemanden, der tödlich ist, der Meister ist und einen Neuling. Klingt so ein bisschen wie eine Einschulung gerade. Gibt's hier sonst etwas? Da ist das Signal. Und davon ist auch irgendwann ein Schiff gewesen gerade. Hier. Wer bist du? So einsam. Irgendwo im Nirgendwo. Du bist mir suspekt. Keine Angst, ich möchte dich nur scannen. Ich möchte noch sehen, wie du so drauf bist. Valhalla. Du bist kompetent und sauber. Das wollte ich dir schon immer sagen. Okay, das heißt, wir haben hier gerade gar nichts zu tun. Ist da noch ein anderes Schiff? Da ist noch einer. Wer bist du? Oliver Smingles wird gescannt. Sauber. Okay, Oliver. Glück gehabt. Wie Energiespitze gemessen. Was? Hä? Was möchtest du mir damit sagen, Bordcomputer? Was heißt das? Gib mir Input. Was mit dem anderen? Das war doch das Energiesignal, oder? Ne, das ist die komische Sogwolke. Und dann ist das Energiesignal gewesen. Und alle Schiffe sind gone. Okay. Ja, liebe Leute, ein bisschen Action gab's. Zum Schluss hin dann wieder eher weniger. Aber hey, so ist das Leben draußen im Universum. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut.